Moin moin liebe Sportsfreunde, Fossi am Start. Ich begrüße euch zu einer weiteren Talkrunde. Normalerweise hätte, heute haben wir Samstag, normalerweise hätte gestern Story of My Life kommen müssen. Muss ich aber sagen, meine Freundin hatte so spontan eine Woche frei und deswegen ging Aufnehmen nicht, weil ich halt irgendwie nie alleine war. Naja, das stimmt jetzt auch nicht so ganz, aber ich hatte aber auch nicht so die Lust. Es hat ja auch keiner von euch ein Thema vorgeschlagen. Oder mir so einen Stichpunkt gegeben, wo ich halt eine Story aus meinem Leben picken könnte. Ja, macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Kommt aber auf jeden Fall. Aber ich habe auch ein anderes Problem. Und zwar in meinem letzten Talk-Video habe ich ja erzählt, dass ich habe ich das erzählt? Ja. Dass ich einen neuen Monitor habe und jetzt hier so gar keinen Platz für das Mikrofon habe. Das ist jetzt auch gerade abgebaut. Also wäre sowieso nur die Option drin, dass ich mit meinem neuen Headset meine Stimme aufnehme. Ja, es gibt nämlich, habe ich jetzt allerdings auch schon eine Woche, habe ich mir letzten Samstag, oder? Ich habe das letzten Samstag geholt. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall Wireless Headset. Ist ziemlich cool. Ist das Logitech G533? Ich weiß, ist jetzt nicht das Neueste und so. Aber ganz ehrlich, ich bin zu geizig, 150 Euro für ein Headset auszugeben. Das hat auch immerhin 85 gekostet. War ich auch bei meinem Saturn. Ist aber trotzdem, dafür, dass es jetzt ein älteres Modell ist, trotzdem eigentlich ganz geil. Also ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Im Teamspeak meckert auch keiner, dass die Mikrofonqualität schlecht ist. Gut, der Nexus, der kannte mich immer nur mit einem Großmembranmikrofon. Und deswegen war das für den ultra ungewöhnlich. Ja, aber ich muss mir das Mikrofon, warte mal, okay, ihr seht da jetzt die Fensterkante, die natürlich auch auf der anderen Seite existiert, nur ohne Griff. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Schwenkarm hier dran klemme, von dem großen Mikrofon, also natürlich auf der anderen Seite, damit ich, wenn ich mal was aufnehmen will, dass ich das Mikrofon noch irgendwie parat habe. Ich werde das auf jeden Fall jetzt nicht jedes Mal rausholen, aufbauen und so ein Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe aber auch ein anderes Problem, meine USB-Soundkarte. Die ist ein bisschen größer wie so ein USB-Stick. Also das ist ja so ein USB-Stick und das ist ein Surf-Stick hier. Ich glaube, meine USB-Soundkarte ist in etwa so groß, ist auch egal. Die ist hinterm Schreibtisch gefallen. Da steckte das Mikrofon ja immer drinne. Ja, ist natürlich doof. Macht aber nichts. Nichtsdestotrotz habe ich mal überlegt, ob ich mir das dann da ans Fenster klemme. Das Fenster benutze ich ja nicht. Also ich mache das ja nie auf. Weil ja auch der Rechner hier auf der Fensterbank steht und so. Und hier auch ja direkt die Eingangstür ist vom Haus. Deswegen sowieso nicht. Könnte ich mal ausprobieren, müsste ich mal gucken. Aber, ja, neues Headset, neuer Monitor, den habt ihr ja schon gesehen. Kann ich das jetzt hier wegziehen, ohne dass mein Handy umfällt? Ja, habe ich auch. Ist jetzt auf dem Kopf, ist ja egal, ne? Habe ich auch eine neue Tastatur. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber die hat trotzdem Full RGB und so ein Gedöns. Ist die Logitech 213. Ist jetzt auch nicht das Top-Modell. Meine Freundin hat ja, was hat die? G913, glaube ich, oder so. Tastatur jetzt, ne? Das ist ja voll als Monster. Auch mit Beleuchtung und so. Aber ich bin dafür zu geizig, dass die Tastatur irgendwie 130 Euro kostet oder so. Oder 120, keine Ahnung. Dafür bin ich bin nicht zu geizig für. Die Tastatur hat jetzt 50 gekostet. Das ist okay. Und die ist auch ist in Ordnung. Also, ja. Die war eh eine neue notwendig, weil die alte, die fällt schon auseinander. Die musste ich hier an der äußeren Kante schon mit Sekundenkleber kleben, weil die da auseinandergefallen ist. Und weil auch unten sind, keine Ahnung, 10 Schrauben. Davon haben irgendwie 5 gefehlt. Die konnte es auch nicht mehr reinschrauben, die haben einfach nicht mehr gehalten. Das Ding war durch. Also diese Tastatur war schon irgendwie notwendig. Headset jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich hatte ja noch das eine, was aber auch schon Asbach uralt ist. Das ist bestimmt schon vor 20 Jahren auf den Markt gekommen. Creative Fidelity. Muss ich mal gucken, ey. Das ist aber auch schon uralt. Ja,
habe ich diesen Monat eine Menge neu. Monitor, Tastatur, Maus. Meine Freundin hat ja, also nicht nur ich habe ein neues Headset, meine Freundin hat auch ein neues Headset. Und zwar das Logitech G933, was ja auch irgendwie 135 Euro gekostet hat. Und das ist mir einfach zu viel. Ja, das ist mir einfach zu viel. Deswegen, das hier, ich wollte eigentlich das HyperX Cloud Flight haben. Ich wollte ein Funkheadset haben. Das schreibt gerade einer per WhatsApp. Aber das hatten die bei Saturn nicht da gehabt. Obwohl im Online-Dingens stand, ist abholbereit. Aber dann habe ich das gesehen. War auch noch 3 Euro billiger. Yeah, 3 Euro. Ja, und ich bin damit zufrieden. Ohne Scheiß. Ich habe das jetzt exakt eine Woche. Ich muss den Akku erst zweimal aufladen. Heute Abend müsste ich wieder aufladen. Also 3 Tage. Abends so 4 Stunden am Rechner. Gestern war es auch ein bisschen länger. Immer ist okay. Also ich habe jetzt immer noch, was waren das? 32% Akku. Also vor heute Abend reicht der noch. Ja, finde ich auf jeden Fall geil. Ja, auf jeden Fall meine Freundin auch das neue Headset, ne? Und so, wir haben diesen Monat 400 Euro. 4 verfickte 100 Euro haben wir bei Saturn gelassen. Ja, übel, krass, aber reicht. Jetzt habe ich auch alles neu. Ne? Neuer Monitor, beziehungsweise den zweiten Monitor, Tastatur. Die Maus ist jetzt. Die ist ja auch noch nicht alt. Die habe ich jetzt auch. Wie lange? Wieder 3 Monate oder so. Der Rechner ist von diesem Jahr. Von Januar. Die Grafikkarte ist von Februar, glaube ich. Also ich bin eigentlich jetzt. Jetzt habe ich alles. Oder? Ja. Würde ich sagen. Jetzt ist wieder alles top. Ja. Es kam eben auch noch DRL und hat mir noch ein paar neue Liquids gebracht. Die musste ich mir auch noch kaufen. Auch wieder 30 Euro. Ja. Malzbier ist auch leer. So eine Scheiße. Ja. Gut. Gut. Das war's. Alles neue. Also hier mit Story of My Life. Ich muss mal gucken, vielleicht, ich glaube, ich baue das scheiß Mikrofon jetzt mal auf und versuche das mal. Ansonsten nehme ich eine Story of My Life mit dem Headset auf. Kann ja die Audiospur ein bisschen bearbeiten, damit sich das vielleicht ein bisschen besser anhört. Ich weiß selber nicht genau, wie sich das anhört. Ich habe mal eine kurze Testaufnahme gemacht, reingehört und fand ich okay. Klar ist jetzt kein großes Mikrofon, aber ich sag mal für ein Funkheadsets klingen ja vom Mikrofon eh immer erstmal noch schlechter als kabelgebundene Dinger. Von daher, aber ich bin. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 8 Minuten. Das reicht. Ich wünsche euch was. Noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.